So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute sind wir unterwegs vom Red Bull Ring aus nach Gmünd. Gmünd ist die Geburtsstätte der Firma Porsche. Und wir werden euch da ein bisschen durchs Porsche Museum Gmünd führen und euch so ein paar geile Sachen zeigen. Der Christoph Pfeifhofer vom Porsche Museum, der ist extrem tiefenentspannt. Und hat bestimmt das ein oder andere Schöne da rumstehen, was wir uns anschauen dürfen. Bin mal gespannt, was wir da so sehen. In der Zwischenzeit genießen wir hier die wunderschöne Aussicht. Also Autofahren kann echt Spaß machen. In Österreich ist das eine geile Sache. Also ist echt nett hier. Gerade schon so eine Burg gesehen. Das könnte was sein, oder Justin? Ja. Sehr geil. Also wirklich schön hier und sind heute mal unterwegs im Cayenne S, den wir auch vom Porsche Zentrum Aachen bekommen haben. Fährt auch extrem gut, neue Apparat, muss ich sagen. Meiner ist ja weg. War da ein schönes Auto. Oder ist immer noch ein schönes Auto, aber ist halt weg. Nehmen wir da, das ist halt Leben, ne? Autos kommen, Autos gehen. Ja, wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht. Der gute Lukas, der fährt hinter uns. Der ist nämlich auch am Start. Gucken wir mal, wir haben jetzt hier noch 80 Kilometer. So wie es aussieht, 80 Kilometer Landstraße. Also noch einiges zu gucken hier im wunderschönen Österreich. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Tschö. Meine Lieben, da sind wir am Porsche Museum Gmünd. Sehr, sehr geiler Laden, wird euch mit Sicherheit gefallen. Und der Christoph ist auch eine coole Socke. Da ist er auch schon. Guckt manchmal ein bisschen grimmig, aber ist ein netter Kerl. Eingeplankt. Ja, Stadi muss draußen bleiben. Ja, tut mir total leid jetzt. Echt, wusste ich nicht. Hä? Warum muss ich wieder draußen bleiben? Ja, stehst doch da. Muss ich mal draußen bleiben. So. Da sind wir im schönen Porsche Museum Gmünd. Das ist der liebe Christoph Pfeifhofer. Hallo. Der uns alles zeigt, der uns das ermöglicht. Und da haben wir den Herrn Papa, den Oberchef sozusagen. Oberchef in Ruhe. Ja. Nur noch Koordination. Er ist ganz ruhig. Ja. Ja, Christoph, danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Ja, hier siehst du die Anfänge. Mein Vater und ich von 50 Speyer. Papa Pfeifhofer mit Christoph und 55 Spider. Was kostet so ein Auto heute? 5 Millionen? 5 Millionen, ne? Habt ihr aber hoffentlich behalten, oder? Leider nicht. Ja, so ist das manchmal. Hier siehst du die Anfänge von den Motoren. Ja. Also der 356, die ersten, sind ja so entstanden, dass der Motorblock vom Kühlwagen war und dass die nur die Köpfe verändert haben. Die Kubik ist alles gleich geblieben und Doppelvergaser. Dann ist man von 24 PS auf 40 PS gekommen. Und so sieht man halt die Evolution der 356 Motoren. Dann wieder zum Vergleich der Massenmotor, der in den meisten 356 eingebaut war. Also schon mit anderem Gehäuse, mit größeren Vergasern, 500 Kubik mehr. Und dann eben die Carrera Motoren. Porsche hat ja Carrera eingesetzt, den Fuhrmann Motor. Dann ein 1500 Carrera Motor, wo die Zündverteiler direkt angebaut sind und einmal separat beim 1600er Motor in V-Form. Die waren in den 550er Speidern, in den RS Speidern drinnen. Ja, ich meine, das ist ja auch bei den Motoren, gerade beim 906 ist ja auch brutal, ne? Weil du kannst da einen Motor kaufen für 50.000 Euro, du kannst aber einen für 900.000 Euro kaufen. Ne? Ja. Also wir reden nur von dem Motor,
der dann 900.000 Euro kostet. Oder 917er Motor. Ich meine, das ist ja ganz brutal. Wenn du einen Motor bekommst, wird er 1 Million kosten oder ja, ein bisschen mehr? Dann ist man froh, dass man da was bekommt. Die Motoren kosten zwischen 180 und 250. Ja. Was kostet ein Königswellenmotor? Ja, 250. Ja. Klick mal Motor. Ohne großartig hier Anbauteile oder so. Ne? Das ist schon Wenn du das Auto hast und der Motor kaputt ist oder du da brauchst das, dann bist du froh, dass du einen bekommst. Ja, klar. Und du bist auch froh, dass du 1 Million am Konto hast, um den kaufen zu können. Ja, die hat man damals so repariert. Ja, Wahnsinn. Geschweißt und ja, weiter. Fertig, ja? Super geil. Auch da, das ist das ein Aero-Modell oder was ist das? Das ist ein Windkanal-Modell. Ja, Aero-Modell, ja, meine ich. Ja. Geil. 906 ist ja für mich auch eines der schönsten Autos, ne? Schade, dass meiner nicht mehr draußen ist, weil dann hätten wir fahren auch können damit. Der Christoph, der ist sehr, also der hat sehr viel Vertrauen in mich, weil er, egal wonach ich frage, ja klar, fahr, hier, fahr. Kein Problem. Ja, können wir den mal benutzen, ja, Max, das ist mir das scheiße. Ist ja ein Fahrzeug, kein Stehzeug, aber von dem her, ne? Also hier auf unserem kleinen Klassenausflug, ihr seht, ihr habt Spaß, wir haben alle dabei, wir haben Praktikanten dabei. Lukas ist dabei. Justin ist dabei, Cody ist dabei, alle sind am Start. Und das ist halt hier jetzt alles viel, viel kleiner als in Stuttgart, ne? Familienbetrieb und alles selbst zusammengesucht und zusammengetragen über ganz viele Jahre. Die Familie Porsche und die Firma Porsche kommt hier aus Gemünd ursprünglich. Und wir werden euch auch gleich noch das alte Pförtnerhäuschen zeigen. Opa. 48. Alle, deine Absperrung quietscht. Ja, auf jeden Fall fahren wir gleich zum alten Pförtnerhäuschen. So wird liebevoll quasi die erste Geburtsstätte der Porsche genannt. Da sind die ersten knapp 50 Autos gebaut worden. Sehr, sehr interessante Sache. Das hat die Familie vom Christoph irgendwann mal kaufen können. Und es gehört quasi zum Museum dazu. Ist ein paar Meter weiter weg. Fahren wir gleich noch hin, aber jetzt zeigen wir euch erstmal in Ruhe das Museum hier. Daran erinnern, als wir beim Benjamin im Porsche Museum waren, da stand ja die Nummer 1, dieses wunderschöne, ich sag mal, Cabrio, wo der Benjamin und ich mit an die Côte d'Azur fahren wollen. Ja? Und hier könnt ihr jetzt noch mal sehen, das ist ja das Auto, habe ich ja erzählt, oder beziehungsweise Benjamin hat es erzählt, das Auto wurde ja zugelassen, jetzt letzten Freitag zur 70 Jahre Feier, beziehungsweise zum 70. Geburtstag der Firma Porsche. Und hier könnt ihr sehen, guck mal, hier ist ein kleines Modell. Und hier ist die ganze Thematik Nummer 1 beschrieben. Das Auto wurde hier in Gemünd, in dem Gebäude, was wir euch gleich zeigen, wurde dieses Auto gebaut. Das ist einfach... Also, ich meine, ich war schon ein paar Mal hier, ja, und das ist wirklich für mich, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so geil, dieses Thema Porsche und diese ganze Historie und diese ganze Entwicklung und was die alles gemacht haben. Für mich ist das das absolut Größte. Das ist echt geil. Auch wenn du dich da so ein bisschen mit beschäftigst und mal überlegst, nach wie kurzer Zeit die schon weltweit vertreten waren. Ne? Das ist so brutal. Das ist echt einfach geil. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir die Emotionen und so dieses Ganze rüberbringen können, wenn wir gleich in dem Gebäude sind. Das ist so geil. Ja. Das ist wirklich super schön. Was ist eigentlich mit meinem Bart? Ja. Muss man mal wieder ab, ne? Oder?
Der verbreitet auch Emotionen. Ja, 80s. Hier sind ja auch mal so ein Kübelwagen, ja, wurde auch von Porsche gebaut. Kriegsfahrzeuge und Kriegswerkzeuge und so weiter. Und auch nach dem Krieg, die mussten ja irgendwie Geld verdienen. Ja. Ich meine, nach dem Krieg wollte keiner einen 356 kaufen. Und dann hier solche Winden und Pumpen und so weiter gebaut, ja, um einfach nach dem Krieg Geld zu verdienen. Kannst du es sehen? Haben die so Winden gebaut, um einfach den Höhenunterschied zu bewerkstelligen, haben da dann, was weiß ich, Getreide hoch und runter gefahren oder irgendwelche anderen Güter, ne? Oder hier so eine Winde, um den Flug zu ziehen, den Berg hoch zu ziehen, ne? Oder Holz, Karren, was auch immer. Oder hier die Mutti, ja, schön angeleint und hochgezogen. Zu laut im Hintergrund. Haben wir nur den Lack runter? Ich habe eher Probleme hier mit dem Flackern. Vor 40 Jahren. Wegen dem Licht. Ja. Guck mal hier. Das ist für Freaks wie mich der heilige Gral. Echtes Vorderrad mit Turbofan. Schau dir das mal an. Ist das geil. Ey, oder hier. Aber noch nicht immer rein hier. Mein Gott, ich drehe gerade eine Doku. Hast du ein Problem oder was? Heb mal. Soll das jetzt schwer oder leicht sein? Das ist, ich würde sagen, das ist leicht. Überleg mal, das ist 1969, 1970. Felge von 917er, Vorderrad. Also unheimlich viele sehr, sehr geile, sehr, sehr schöne Exponate. Hier, guck mal. Industriemotoren. Das sind eben die Sachen, was ich gerade erzählt habe, was sie halt nach dem Krieg gemacht haben. So, das hier ist. Das ist jetzt ein Nachbau, aber originalgetreu. Das ist das Modell, quasi die Form für den 356. Hier auf so einem Holzmodell aus Eschenholz haben die Karosserie gefertigt. Mit Mottec schön hier das Blech gedengelt. Und dann sah das nachher so aus. So sah dann ein unlackiertes Fahrzeug aus. Also ist einfach geil. Das Auto hier ist übrigens komplett fahrbereit, genauso in der Optik. Und das ist das, was der Lukas gerade meinte. Das ist der heilige Gral. Ist auch geil. 70 Jahre. Hier so ein Speedster. Carrera 356 Carrera Speedster. Unfassbar geiles Auto. Passt. Wenn du mit so einem Ding unterwegs bist, dann meinst du auch, du bist James Dean. Christoph, was meinst du? 800, 850? Ah, gebe ich nicht her. Ja, aber ich meine, so theoretischer Preis. Müsste ja funktionieren, ja. 850.000 irgendwo so in der Richtung, da bewegt sich dann eben so ein Speedster. Bedenken, ja. 69.000 Schilling. Wahnsinn. Der Dynamo ist aber auch geil. Ja, klar. Also G-Modell, breites G-Modell, breiter Speedster. Auch ein super schönes Auto. So ein Auto kostet je nach Zustand, je nach Kilometer, je nach Historie so 220.000, 230.000. Was natürlich unfassbar viel Geld ist, weil wenn man sich mal überlegt, dass man einen normalen 3,2 Carrera für, weiß ich nicht, 45.000 Euro bekommt, ist das natürlich schon krass. Ja. Aber gut, das ist ein bisschen was Besonderes natürlich. Ne? Das ist ein breites Auto, der ist turbobreit, gibt es natürlich ganz wenige nur von. Aber hier die Frontscheibe ist übrigens die gleiche Frontscheibe wie im 996 GT1. Die Scheibe hier. Das ist auch wieder, habe ich ja schon mal gesagt, das ist halt Porsche. Ne? Porsche nutzt viele, viele Teile, die schon entwickelt sind, die schon fertig da liegen. Haben wir jetzt auch bei dem neuen GT3 Auto. Sehr, sehr viele Teile. Ich wusste mal, wie viel Prozent viel. Ich weiß es nicht mehr auswendig, deswegen sage ich es lieber nicht, bevor es falsch ist. Aber mehr als die Hälfte der Teile wurden vom RSR übernommen. Also schon fertig entwickelte, erprobte Teile, die dann für die Autos verwendet werden. Und so war es hier halt auch. Der Blinker oder was auch immer, das haben die überall, wenn sie konnten, wiederverwendet. Wenn die ein Rennauto gebaut haben, haben die überlegt, okay, wir brauchen irgendwie einen Blinker. Nehmen wir einen vom G-Modell. Ich finde sowas cool und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum eben Porsche so groß und so erfolgreich geworden ist. Hier auch gut. 996, das ist auch ein fieses Teil. Das ist ein GT3 RS, der hieß damals genauso wie das Straßenauto. Ist theoretisch ein RSR. Mit so einem Stuhl sind wir beide auch schon Nordschleife gefahren. Ne?
Ich bin mit dem ersten Stuhl Amerika gefahren, Nordschleife. Ja. Schon ein paar Mal eingeplant. Mhm. Mit so einem Koffer bin ich Schwedenkreuz, Pflanzgarten 2 abgeflogen. Aber so richtig. Mhm. Bisschen ungestüm, noch jung und weich in der Birne. Talent ausgegangen, eingeplant. Erst Talent, dann die Straße, ja. Oh, Schokolädchen. Lukas, du darfst zuerst. Da bin ich immer auch dabei. Ne. Dankeschön. Da kommt der Stadi direkt hin aus der dritten Reihe. Schokolädchen. Das Geile war, du musst mal den Auspuff zeigen. Weil da war ja noch nichts hinten mit Silencer und hin und her. Die hatten hinten richtige Tröten. Das hat, wenn du 12 Stunden Sebring oder so gefahren bist, 24 Stunden Daytona, hat dir so die Birne getrönt, weil das Ding so dermaßen laut war. Voll geil. Aber auch ekelhaft. Da waren ja sogar auf der Nordschleife die Autos noch richtig laut. Aber hier schauen wir gerade hier rein, Justin. Das ist jetzt hier halt noch beziehungsweise schon, noch im Sinne von damals, ja, sequenzielles Getriebe. Das Auto, was ich gefahren bin, hatte noch eine Haarschaltung. Ja, da bist du mit so einem Höllengerät mit einer Haarschaltung unterwegs gewesen. Das hier war schon zweite Ausbaustufe. Na Lux, das waren noch Zeiten. Der Sessel ist neu. Aber das Geile ist, und das hat auch kein anderes Auto, alte Porsche, die riechen einfach geil. Wobei, beim 996 ist halt schon nicht mehr so krass. Aber, ja, aber trotzdem noch. Ja, du riechst sofort, dass ein Porsche ist. Ja. Und guck mal, wie hier die Schaltlampen obendrauf. Ja, das ist ja heute alles integriert hier. Ja. Das war ja damals ein UFO. Ja. Das war damals so, wie wenn du heute dich in den RSR setzt. Ja. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben zu testen und haben hier das erste Mal den Ponüppel benutzt und keine Haarschaltung. Das war ja damals ein Quantensprung. Ja. Du bist ja von Schaltgestänge, ganz normale Haarschaltung auf dann Seilzug. Das war schon besser, weil alles ein bisschen leichter war beim Schalten und nicht mehr so ruppartig. Und dann auf ein sequenzielles Getriebe zu gehen. Das war göttlich. Das war. Und trotzdem hat sie nach einem 24-Stunden-Rennen die komplette Handfläche offen. Das ist immer vom Rühren. Bremsballons zu verdrehen. Ja. Wir haben ja heute, oder bei uns im Auto, haben wir hier quasi so ein großes Drehrad. Oder so. Und du siehst es auch direkt. Und hier war das so da reingefriemelt damals, dass mir da überhaupt dran kam, ist mir bis heute, da ist mir ein Rätsel. Ich meine sogar hundertprozentig, ich bin da nicht dran gekommen. Ja. Ja, aber ich meine, das war damals, war Motorsport auch noch anders. Da hast du dich halt auf der Döttinger Höhe eben losgeschnallt und Bremsdings verstellt und dich weggeschnallt. Diesen Käfig hier, wir sind ja heute, gehen die ja hier gerade runter. Ne? Und sind auch nur noch Kreuze, ne? Sind auch nur noch Kreuze. Den hat man so weit rausgemacht, weil der Sitz damals, wie gesagt, das ist nicht der originale Sitz, der war weiter links. Und dann hatte, irgendwann war mal ein schlimmer Unfall von der Seite. Dann hat dem Fahrer alles zerstört. Und dann hat Porsche direkt reagiert und hat gesagt, pass auf, wir müssen den crash-seitlichen Impact-Schutz verbessern. Und sind dann mit dem Käfig hier angekommen, der so richtig rausgeht. Da ist halt einfach. Wenn du das heute siehst, denkst du, was war los? Was war denn da? Designer-Talent ausgegangen oder wie? Wir waren schon roh im Angebot. Ja. Damals, weißt du, wir reden so, als wäre das 1935 gewesen. In Wirklichkeit war das aber 2002. Auch die Felgen. Ich meine, die Felgen sehen natürlich mega geil aus. BBS, dreiteilig. Fährt heute keine Sau mehr, weil A, sind die viel zu schwer. Und B, hattest du nach einer Zeit immer das Problem, weil die sind ja hier geschraubt und da sind so O-Ringe drin. Und die wurden dann irgendwann undicht natürlich durch die Hitze und hin und her. Und da hat es einen schleichenden Plattfuß. Am Reifen war aber gar nichts dran, nur weil der Dichtring hier undicht war. Ja, und ich meine, die Magnesiumsterne sind ja auch schon mal öfter gebrochen. Ja. Trotzdem würde ich gerne nochmal damit fahren. Hätte ich auch mega Bock drauf. Allein wegen dem Geräusch. Ja. Allein wegen dem Sound. Der war so laut, weil der an dir vorbeigefahren ist. Haben wirklich die Ohren vibriert und du hast so einen kurzen Moment. Ja, der Trommelfell fängt so an zu vibrieren, das hat so weh getan. Was ich aber, weißt du, was ich aber geil fand? Das muss 2005 gewesen sein oder so, VLN, Bergwerk hoch und dann in so einem Pulk 3, 4 von den Trümmern
das Bergwerk hochgeballert. Und dann kommt der Schall zurück. Und du sitzt in einem ultralauten Rennauto und denkst, du hörst von außen eh nichts mehr. Und du hörst um dich rum alle Schalten, Walten, tralala. Das war geil. Aber da bist du jedes Mal ausgestiegen. Was? Hä? Wer? Wann hast du gesagt?